war es etwas genetisch bedingt, dadurch, dass mein Vater Klavierbaumeister war und auch mein Großvater Konzertmeister beim Berliner Sinfoniker. Gekommen bin ich aber eigentlich zu dem Beruf, oder entschieden habe ich mich dazu, weil ich ein Praktikum in meiner Schulzeit gemacht habe, in den Sommerferien in der Werkstatt gearbeitet habe und da eigentlich erstmal kennengelernt habe, was das für ein wunderschöner Beruf ist, welche Visionen ich für das Pianohaus habe. Es ist so, dass ich vor 10 Jahren wollte ich einen eigenen Flügel bauen. Und das durfte ich machen. Also wir haben mal mit einem asiatischen Hersteller zusammengearbeitet. Ich war 10 Jahre Consultant dort und 2016 hat sich das komplett gewandelt, auch für mein Unternehmen hier. Es war so, dass das Steinway an mich herangetreten ist und das hat eben doch vieles in unserer Arbeitsweise komplett verändert. Und jetzt bauen wir nicht neue Flügel, sondern wir reparieren die besten Flügel dieser Welt. Das ist eben Steinway.